Willkommen zurück in Apartment 302 und Silent Fifth Room. Ja, das Telefon klingelt, deswegen werden wir uns jetzt mal schnell auf den Weg machen und schauen, wer da anruft. Wer will denn da was von uns? Hier. Runter. Rangehen. Where did you go? Hurry, save me! Oh nein, Cynthia. If you need a token, there's one here. Hä? Was höre ich da jetzt für Geräusche? Und wo ist jetzt das... Was ist jetzt hier? Jetzt hat die Cynthia da angerufen. Ja, wir sind ja auch einfach aus der U-Bahn weggegangen. Und sie will halt weiterhin noch Rettung. Oder was? Was ist denn jetzt hier? Was? Oh, jetzt gucken wir mal hier schnell durch. Wer macht denn da was? Ah. Okay, Eileen von nebenan. Was macht die denn da im Flur? Eileen? Was schabt die denn da so? Als ob da ein ganzer Kieselerdendreck da im Hausflur wäre. Ja, anscheinend fegt sie dann und macht den Hausflur sauber, aber klingt sehr baustellig. Na gut. Jetzt hat sie aufgehört, okay. Dann, wenn sie da nicht mehr ist, dann möchte ich gern wissen, ist sie denn dann jetzt in ihrem Zimmer? Weil sie ist ja nicht mehr im Flur. Kommt sie dann jetzt hier zurück? Hm. Okay, da kommt gerade irgendwie keiner, aber im Flur ist sie auch nicht. Weiß nicht, vielleicht bringt sie ja den Müll gerade raus oder was. Ja, gut. Ich denke mal, hier können wir immer noch nichts machen. Hm. Hier wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht nochmal Radio anschalten. And now the news. In Washington. A gathering of 200,000 people appealing for stricter gun control laws in the wake of a spate of violent shootings throughout the country turned tragic when shots were fired into the crowd. Two people were killed and several wounded, including a 3-year-old child. At this moment, no suspects have been found. Police are investigating the source of the shots. Mhm. Aber immerhin schon wieder andere Nachrichten als vorher. Und wahrscheinlich kann ich immer noch nicht hier groß was anderes sehen, nehme ich mal an. Ja, immer noch dasselbe. Okay. Wenn sie jetzt Hilfe braucht, wo ist das jetzt mit der Münze? Sie meint ja hier Münze, aber wo ist die jetzt? Ist die beim Bett vielleicht? Da ist mein Bett. Ja, das ist schön. Wo finde ich denn jetzt die Münze? Oder ist die jetzt in der anderen Welt? Oder mein Bett. Schön, schön. Oder ist die ganz woanders gelandet? Vielleicht hier im Badezimmer. Im gruseligen Tunnel, wo wir jetzt wahrscheinlich gleich wieder hin müssen. Kommt kein Wasser mehr. Wo ist das? Natürlich ist niemand in der Badewanne, nee. Aber wo ist die Münze? Wo finde ich die denn jetzt? Oder hätte ich da jetzt noch im Bett oder was mehr suchen müssen? Speichern will ich eigentlich im Moment nicht. Ja, ist immer noch merkwürdig, dass hier jemand mal war, der genauso wie wir nicht rausgekommen ist. In die Schränke gucken kannst du aber auch nicht, oder? Ja, die Frage ist, ist die Münze fürs Telefon natürlich jetzt ganz woanders oder hier oder... Waschmaschine, die braucht er nicht. Da sagt er nichts, doch hier. Moment, gibt's hier nichts Interessantes, okay. Na, dann wird hier wohl auch nichts mehr sein. Ja, gut. Ja, ist gewöhnungsbedürftig mit diesem
hoch und runter gedöns. Gehe jetzt noch einmal hier ins Schlafzimmer und wenn da nichts... ja, das war schon mal falsch. Aber da wird doch auch nichts sein, ne? Hier wollte ich rein und da noch einmal prüfen, ob hier irgendwo was jetzt liegt. Hier sind viele kleine Gegenstände, aber keines davon ist besonders interessant. Seine nagelneuen Notizdinger-Geschichten. Durchdrücken der Notizheft-Taste anzeigen. Ja, aber weiß ich immer noch nicht, welche das sein soll. Ich drück nochmal alle Tasten, aber... Ja. Ist auch schön, dass wir jetzt halt Schuss haben. Ich kann das Fenster nicht öffnen. Kannst du... Kannst du das hier nicht verwenden? Okay. Ja, ich hab's kapiert. So. Das... Nein. So. Und dann ist das hoffentlich jetzt ausgewählt fürs... Oh! Und wieder rückgängig. Ja, muss ich jetzt immer warten, bis es von alleine verschwindet? Darf ich mich jetzt wieder bewegen? Nein, natürlich nicht. Wie ätzend, so. Ich denke, ich finde jetzt hier keine Münze mehr, oder? Oder lag die hier irgendwo auf dem Boden? Da habe ich natürlich auch nicht hingeguckt. Hier auf dem Boden irgendwas liegt? Nö. Hier hätte ich ja am ehesten vermutet, aber da ist doch... ist da was? Nee, hier ist... Vom Telefon ist auch nichts. Dann vielleicht in der anderen Welt. Oder so. Ich check's nicht, was sie meinte. Sie meinte hier und fertig. Und? Nischt. Gibt's hier irgendwie unterm Bett, im Bett, im Schrank? Nee, nimmt er immer nur das Telefon. Ich will natürlich irgendwie eine Schublade oder so. Ja, gut, dann weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Dann gehen wir jetzt einfach mal rüber. Könnten vielleicht noch einmal hier bei der Tür irgendwie gucken, aber da ist ja auch nichts. Vielleicht noch einmal oben rein. Aber da wird wahrscheinlich jetzt gar keiner mehr wieder sein. Die Aileen ist auch weg. Die hat da gut den Flur geputzt. Ja, schön. Gut, dann hauen wir jetzt ab. Ohne Münze. Dahin. Ja, in der Hoffnung, dass das hier was wird, ne? Wenn das zu viele Hunde werden, dann muss ich natürlich die Pistole nehmen. Naja, bin ja mal gespannt. Wie war's das denn? Ist eine Art Schaufensterpuppe. Sie hat eine Münze in der Hand. Ah, okay. Hat sich erledigt, das Thema. Ja, ich nehme die Münze. Die Münze der Linie Lynch Street. Alles klar. Münze für die U-Bahn-Linie Lynch Street kann beliebig oft verwendet werden. Wie abartig. Ist das jetzt Cynthia? Ist das nur ein Abbild? War sie das? What the hell? Das wäre jetzt wieder sein Einsatz, das zu sagen. Mein lieber Schwan. Okay. Sind da Hunde oder so? Also da ist kein Hund. Aber wir sind ja hier auch noch nicht weitergelaufen. Was steht da? Weiß ich nicht. Aber vielleicht sollen wir hier hin. Was ist hier? Eine Art Stationsführer. Aber der Text ist total verschwommen. Absolut nutzlos. Wie? Ich dachte, das wäre jetzt unsere Karte. Ah, hier können wir bestimmt jetzt mit der... Münze weiter. Ich brauche eine Münze, um durch das Drehkreuz zu kommen. Na denn, benutze sie mal. Wie mache ich das jetzt? Ja, damit nicht. Damit benutzen. Da ist der Eingang in die Lynch Street. Ja, dann pack die doch da rein. Warum geht das jetzt nicht? Oh, diese Steuerung. Ich muss Nein, benutze das jetzt. Das ist doch nicht so schwer. Münze. Pack jetzt die Münze da rein. Warum geht das nicht? Oh, ich benutzt auch die Aktionstaste extra auf den Münzen. Ist aber anscheinend zu schwierig für mich. Oder soll ich das hier gar nicht machen? Doch, das hieß es doch Münze. Und ich mache immer das Falsche. Sie haben die Münze der Linie Lynch Street verwendet. Geht doch.
Alles klar, doppelt zweimal dieselbe Taste. Muss man auch erstmal begreifen. Juhu, wir haben es geschafft und können in den gruseligen Tunnel. Yay. Nein. Wie ging das nochmal mit dem Kämpfen? Und wo soll ich hin? Okay. Gruselig. Nein, lasst mich. Lasst mich. Lasst mich, Scheißgeister. Hoffentlich bin ich... Schnell, hilf mir. Oh, wo bist du? Oh, Cynthia. Hier, bin da, bin da. Oh, nee. Okay. Wo komme ich denn rein hier in die Bahn? Zu dir? Komme ich hier irgendwie durch? Oh, jetzt kommen hier die Geister. Scheiße. Ja, ich komme hier aber nirgendwo rein, Mädel. Was soll ich machen? Was liegt hier? Was? Ein Scheinwerfer, ach so. Hier bestimmt, ne? Mach mal auf hier. Wunderbar. Okay. Kannst du hier... Druckknopf. Ja, wir drücken den. Tür des Wagens scheint sich geöffnet zu haben. Super, dann kann sie ja jetzt raus. Wir doch auch, oder? Wir können hier nicht durch. Dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Bist du jetzt hier? Ja. Hey! Schatz. Was? Fest zu, da können wir nicht durch. Mein Gott, was ist denn hier los? Echt, ich muss mich erstmal... Die Steuerung ist, wie gesagt, sehr gewöhnungsbedürftig. Shit. Fest zu. Was geht hier ab? Dann lauf mal hier lang oder dann lauf da unten lang. Cynthia, lass mich mal durch. Ach, hier können wir gar nicht. Hey, hier muss es doch was einen Weg geben. Fest zu, lässt sich kein Spalt öffnen. Vielleicht ein Schlag? Nein. Warum können wir jetzt hier nirgendwo durch? Müssen wir jetzt hier wieder einen Knopf drücken, damit die Türen aufgehen? Ah! Viel zu spannend, gerade für meine Nerven. Alles hier nervenzerreißender Scheiß. Ich komme hier nirgendwo durch irgendwie, ne? Da müssen wir anscheinend an den Geistern vorbei. Geht ja nicht anders. Geht nicht anders. Wir könnten höchstens hier nochmal rein. Ach, das geht gar nicht mehr, oder was? Nein. Geister, nein, Geister. Komm, Cynthia, komm. Nein. Lass mich, lass mich, lass mich. Oh, scheiße. Ist sie da? Ja. Ey, fuck, was ist hier los? Fuck. Komm, Cynthia, komm. Lass mich. Ja, nee, ist klar. Lass mich los. Scheiße. Nein. Mann. Hier, hier. Hier durch. Cynthia, wo bist du? Nein, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Mann. Was mache ich denn jetzt? Hier ist zu. Wo ist sie eigentlich? Bist du hier? Komm, wir gehen hoch. Komm hoch hier. Boah, Alter. Ah! Ich hasse es. Also, ich hasse dieses Spiel für diese Kackgeister, die man auch nicht töten kann. Kannst nicht durch. Voll scheiße hier alles. Eingang der Linie Lynch Street. Kannst du hier nicht durch? Ausgang. Ja, dann wirf doch da deine olle Münze ein und dann... Warte. Brauch noch mal die Karte. Turn... Bla. Ich glaube, es ist gut, wenn wir mal hier einmal rausgehen, oder? Ah, jetzt ist sie aber auf der anderen Seite. Das ist natürlich scheiße.
Das will ich ja nicht, dass sie da steht. Es ist ein Münzautomat, der Lenny Lynch steht, aber er ist kaputt und ich kann ihn nicht benutzen. Aha, aber anscheinend konnten wir mit den Münzen jetzt hier durch. Was das überflüssig ja macht mit dem Ticket dann, ne? Sind wir jetzt... Ach so, da wartet sie jetzt auf der Treppe. Okay, was mache ich denn jetzt? Ich kann sie ja nicht da stehen lassen. Scheiße. Was macht man dann? Ich kann sie ja nur hier dann... Wie kriege ich sie da jetzt raus? Sie kommt ja irgendwie nicht mit. Hier können wir hier telefonieren jetzt? Münzsprecher aber ist kaputt. 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 Und da, was ist mit dem Office-Ding, was auf der Seite ist? Komme ich da rüber? Ach, das ist King Street. Ach so. Und wenn ich jetzt... Und hier komme ich nicht. Ausgangslinie King Street. Da komme ich nicht hin, oder was? Und das war ja auch mal interessant, weil da ja dieses Office ist. Vielleicht kann man da aber hinlaufen. Von der anderen Seite muss es noch irgendwie einen Weg geben. Das kann ja gar nicht sein. Dass wir hier nichts machen können. Nee, ich muss zu ihr zu... Also mir, ich denke schon. Ich hoffe es. Und er guckt ja hier auch irgendwie nirgendwo hin. Das bringt ja alles nichts. Informationen, Tickets. Es sei denn natürlich, sie könnte auch Münzen nehmen und durch. Aber das macht sie anscheinend nicht. Tja, dann nochmal benutzen bitte. So, dann sind wir wieder bei ihr. Aber hier ist eine Tür. Die hatten wir schon, ne? Keine. Geht nicht. Schiete. Ja, Cynthia, dann werden wir wohl noch mal in den gruseligen Geisterflur müssen, wa? So eine Kacke. Was mache ich denn hier? Hier muss es doch irgendwas... Es ist mit irgendwelchen seltsamen Zeug gefüllt. Oh, die Geister kommen. Leck mich, Geist. Cynthia, komm weg hier. Komm, können wir das Rad da drehen? Scheiße. Ja, ist gut, Mann. Lass mich doch mal. Komm, wir gehen noch mal hier die Bahn zur Bahn runter. Was sollen wir denn sonst machen? Ja, scheiße. Scheiße, überall Geister. Nein. Können wir hier durch? Oh, kann sich nicht öffnen. Hier, was ist hier? Seltsamer Automat, es steht 18 darauf. Ist es eine 18? Ja, super. Ja, lass mich. What? Lass mich! Vielleicht hier hinten hoch? Können wir hier hinten hoch? Nein. Wo soll ich denn hin? Können wir hier durch? Die Tür ist von der anderen... Komm hier rein. Damit hier einmal kurz Ruhe ist. Ey, das ist ja wohl der letzte Scheiß hier und ich weiß überhaupt nicht, wohin. Überall nicht durch. Ja, kriegt schon wieder hier Depressionen. Ich check's nicht. Was? Jetzt, warum gehen die Geister jetzt weg? Oh, jetzt kommen sie wieder. Alles klar. Oh.
Was soll ich denn... Hoffentlich kommt sie immer... Ja, sie ist hinterhergekommen. Ich kapier nicht, wo ich hin soll. Wenn ich jetzt hier rausgehe und dann 18, bringt mir das irgendwas? Sie kann ja hier warten. Ich meine, letztendlich kann sie ja hier warten. Dann gib mal deine Dings ein und dann lasse ich mir nochmal was anderes einfallen. Fall 18, das muss einem doch irgendwie... Irgendwie muss einem das doch helfen können. Oder? Aber wie? Wie kann mir das helfen? Würde gerne in die Richtung rennen, aber das geht ja nicht, weil da alles versperrt ist. Nee, hier könnte ich aber lang rennen. Vielleicht hilft mir das, ja? Ja. Okay. Andere Waffe, bitte. Kannst du das bitte... Warte mal. Ich check das nämlich gerade nicht hier mit dem... System, warte mal, ja, komm, ich hab's verstanden. Hier, die nimmst du... Ah, okay, schon ausgerüstet. Ich muss immer einfach doppelt drücken. Und jetzt gehst du da nochmal hin und schießt die Viecher tot. Weil wir haben kaum mehr Energie. Nein, du sollst darauf drücken. Genau, und jetzt auf den. Wunderbar. Und was haben wir hier Ekliges? Ja, ein riesiger, ekliger Wurm, der sich hier durch ekelt. Und hier können wir nicht durch. Was mache ich jetzt? Soll ich jetzt den Wurm anschießen? Ach, ich kann in ihm vorbei. Okay. Wo geht's hin? Oh, warte, warte, warte. Heb das mal auf. Ja, natürlich nehmen wir die Pistolenkugeln mit. Alles klar, Muni. Auf diesem Weg sollte ich die Straße erreichen, aber es ist eine Sackgasse. Scheiße. Okay. Kann ich den Wurm anschießen? Soll ich den ekligen Wurm anschießen? Nein, das ist, glaube ich, nur Moni-Verschwendung. Okay, was ist hier? Tür ist fest zu, lässt sich kein Spalt, bla bla. Okay. Dann hat mir das ja hier eigentlich nicht so viel gebracht, wie ich gehofft habe, weil ich kriege sie ja immer noch nicht von da hinten raus. Und ich werde wohl auch mal demnächst wieder zurück durch mein Loch steigen. Warte, das machen wir mal jetzt, auch wenn es scheiße ist, sie hier zurückzulassen, weil, aber wenigstens steht sie hier in der Treppe und ist ein bisschen sicher. Dann müssen wir hier, glaube ich, lang, weil hier kommen wir her, weil Energie ist halt voll im Eimer. Dafür müssen wir natürlich zu den Toiletten und wir könnten da hinten natürlich auch nochmal weiter, fällt mir gerade ein. So, Darmtoiletten, ist das richtig? Ja, weil hier auch die eklige... Ist einer, schaut, wenn es gruselig erinnert mich irgendwie an Cynthia. Ja, ist klar, oder? Ja, wir wollen durch das Loch. Auch wenn Cynthia jetzt kurz alleine ist. Irgendwie werden wir die da noch rausbekommen. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie. Warum hat sich deine Energie jetzt nicht aufgefüllt? Warum? Ich dachte, die füllt sich immer auf, wenn er hier war. Hm, das ist natürlich... Das hat sich nur ein bisschen. Doch. Sobald wir zu... Ah, okay, so langsam regeneriert er sich. Ja, dann gehen wir nochmal hier durch, weil wenn wir schon mal hier sind. Dann gucken wir mal wieder, was sich jetzt geändert hat. Hat sich was geändert? Einmal erstmal in die Wohnung gucken. Nein. Dann nochmal durchs Guckloch. Ja, nein, also alles beim Alten irgendwie. Ich schätze mal, wir müssen erstmal hier ein bisschen vorankommen, unten im Tunnel. Und wir sind ja noch ein bisschen mehr befreien. Können ja nochmal einmal hier durch einen Spalt da gucken.
Aber da ist immer noch nichts los bei Eileen Kelvin. Und von daher würde ich sagen, speichere ich hier einfach mal ab. Wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 4 The Room. Mal gucken, ob wir Cynthia da unten dann nochmal irgendwie wegkriegen, wenn wir nochmal unten auf die andere Seite laufen oder ich habe irgendwas noch übersehen. Auf jeden Fall haben wir da eine 18 gefunden am Automaten und ich weiß noch nicht so ganz. Vielleicht hätte man beim Automaten auch nochmal eine Münze einwerfen können, aber ich glaube, die sind wirklich nur für die Bahn. Aber naja, ich überlege mir was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.